Und dieses Lied finde ich im ersten Teil so langweilig, aber es hat so einen geilen Wiener Walzer am Ende. Nach der Bridge ist das Lied so geil, dass es echt weit oben ist bei mir. Wir reden übrigens über Montenegro. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stacker 2 2 gegen 2. Gleich so eine geile Bridge. Und ich liebe ja Wiener Walzer Lieder. Jetzt glaube ich, jetzt geht's gleich nicht ab. Mach mal den Ton laut, ich höre dich gleich nicht, ja? Ich finde, die sollten das ganze Lied nur diese Bridge machen. Ich würde das Lied so weit aufwerten. Am besten dann mit Prinzessin Sissi dabei, ne? Game over? Wobei das Titellied von Sissi ist, glaube ich, gar kein Wiener Walzer, oder? Zumindest nicht im Deutschen. Weiß Das ich hat nicht. ja im Deutschen ein ganz anderes Titellied. Das ist ein Viervierteltakt, meine ich, im Deine Deutschen. Träume werden wahr sein, Sissi. Ja, 3, 4, 1, das ist ein Viervierteltakt. Und das ist halt dann kein Wiener Walzer, weil Wiener Walzer braucht so ein Nee, Dreivierteltakt. Viervierteltakt ist gleich nicht Wiener Walzer, das stimmt. Genau. Kochen ist nicht backen. Weisheiten des Tages. Irgendwann kommt mein Soundboard auch wieder. Ich höre immer, wie die Festplatte startet. Das ist auch immer das Beste Tutti daran. frie, tutti Den Soundboard ist noch nicht so Oh, ganz das Lied mag ich optimal. auch, aber sie ist auch schon sehr depressiv, aber ich finde es auch schön. Und ich verstehe auch so viel. Holland, oder? Ja. Kennst du das Gefühl, dass das alles nicht so hinkommt? Jetzt habe ich drüber geredet und sie nicht verstanden. Es regnet am Tag. Irgendwas vor Augen. Wir sind zusammen. Soll immer so sein. Da, 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 da. Wir haben nicht mehr genug Zeit, das Lied zu schreiben. Mach mal einen Text dafür. Alle klar. Da, 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 Du, da. ah, kommt jetzt. Die sind ja so kreativ wie Fußball. Was hast du eigentlich zu Italien, Zanok? Im Fußball. Schade! Du hast dann jetzt wieder mit Ja, aber das Nordmazedonien. sind halt die Schlechter von Nordmazedonien. Das hatten wir doch schon mal. Deutschland hat doch auch schon gegen die verloren. Ja, Deutschland ist auch schlecht. Guck unter den Tisch. Ich hoffe, dass du mich findest. Gerade den ganzen Abend. Und irgendwas ist mit dem Kind. Und sie ist tot oder so. Ach, rot! Ich finde das im Holländischen echt schön. Ja, da musst Frag du was. aber in der Schweizer Trut! Landschaft krähen. Das finde ich gut. Das hätte dein Fahrlehrer damals mal sagen müssen. Das ist gut. Trut. Ich mag das. Du bist auch großer Fan der Schweiz, oder? Nee. Weil die sagen Leclerc. Leclerc! Ich finde das schade, dass der Reno nicht mehr dabei ist. Ja, der Reno ist auch schön. Ich kann das gar nicht. Ich kann das nicht so betonen, wie die das machen. Das geht aber nicht. Warum? Das ist der Reno und im Alfa Romeo damals davor der Leclerc. Aber der Rix, weißt du, der Rick Schumacher, der ist gestern gegenüber der Hulpers Ja, habe ich gefahren. gesehen. Der fährt heute nicht. Der ist über der Hulper gefahren. Der fährt heute nicht. Oh. Okay, wir sind tot, würde ich sagen. Hast du irgendwas? Was Ich hab kommt gar denn da? nichts. Was ist denn da? Was kommt denn da? Oh, ich hab nicht so viel. Ja, du hast drei Linge und da kommt ein Tank und ein. Und ist ja eine Zwei Tanks. Ja, also ich habe gleich ein paar Linge, aber. Ich weiß nicht, ob wir da teilen können.
Du musst aber auch mal ein bisschen scouten, Simon. Aber ich versuch's. Ich versuch alles. Er hat ja sogar Blink. Er hat sogar Blink. Also. Ich geh da mal raus. Ich geh da mal Wasser holen. Ja, haben wir wieder was gelernt. Hut. Das war Mulig, glaube ich. Das Hut. Mulig oder makelig? Eins ist gut, eins ist schwierig. Also eins ist schwierig, eins ist leicht. Und das, was sich schwierig anhört, ist nämlich leicht. Also ist makelig ist leicht. Makelig ist leicht und mulig ist schwierig. Makelig? Nöcke. So, jetzt hier Entwedri. Das ist eigentlich schon wieder so depressiv, da könnte wieder wir sein. Ja, das ist ein richtig tiefes Lied. Aber ich glaube, sie fliegt gleich mit dem Haus durch die Gegend oder so. Ist sie das nicht? Moment! Ich glaube, sie fährt nur einen Bahnhof oder so. Sie fährt mit dem Bahnhof? Sie dreht sich. Findest du das Lied gut? Nee. Nee! Ich... In dat nit. Lök. Lök ist es, glaube ich. Du bist doch quasi fast Stammesholländer. Du musst ja doch wissen. Das Interessante ist ja, ich bin ja auch dann, wenn ich an der Grenze zu Holland wäre, ist das ja in Richtung Groningen. Und Groningen spricht ein Groninger Platt, ist deutlich näher am Deutschen als am Niederländischen. Von daher. Groningen, der hat Arjen Robben 2 Spiele gemacht, dann hat er sich verletzt. Ja. Das waren noch Zeiten. Der war da, Robben, der war damals Werder Bremen, hat auch noch professionell Fußball gespielt. Aber ihr seid ja wieder auf dem Weg dahin. Abwarten. Weil der HSV will ja wieder nicht, scheinbar. Also ich würde da noch nicht sagen, dass das gegessen ist, aber es ist natürlich ein akzeptabler Weg. Ich finde, das sieht schon gut aus für die Werder Bremen. Ja, aber man ist nicht Erster. Weil die anderen ein Tor mehr geschossen haben, aber ich finde, man muss komfortabel Erster sein, ja? Mir ist alles egal, solange der HSV nicht aufsteigt. Ja, also ich finde sogar, der HSV dürfte gerne nach Europa nächstes Jahr, solange Bremen aufsteigt. Nee. Der HSV kann den DFB-Pokal noch gewinnen. Der HSV ist... Nee, der soll einfach... Der hat jetzt so lange, habe ich mir anhören aber müssen. Das würde ich nicht können. Was? Den DFB-Pokal zu gewinnen. Solange sie dann Bremen den Vortritt in der Liga lassen, meinetwegen können ja, wir mit aufsteigen. Aber so lange habe ich mir den anderen mit Tradition, wir sind ja Diener, und dann sind sie endlich weg gewesen, ich ist endlich vorbei. Und dann geht der Scheiße wieder los, ich kann mir das nicht mehr antun, diese Rüstung. Wir sind ja mit Tradition. Ja, letzte Woche war ja der leider schlimme Tag für alle Bremen-Fans, in dem Bayern die meisten Bundesligaspiele hatte. Vorher hatte sie ja Werder Bremen. Stimmt, das war schon wieder. Das ist so viel Tradition. Das ist auch Tradition, scheiße zu sein. Ist nicht so toll, liebe HSV-Fans. Ah, warten wir mal ab, wo Bayern in 20 Jahren steht. Wenn es keine Würstchen mehr zu verkaufen gibt. Weil das alles vegan ist. Ja, also Bremen stand auch jahrelang auf Platz 1 und 2. Na, auf 1 stand sie nur einmal. Aber auf 2 stand sie eigentlich immer, ja. Und jetzt guckt ihr an, wo sie gelandet sind. Und HSV war auch immer in Europa. Und Schalke auch, also... Ja, der HSV war in Europa und wenn sie mal nicht gewonnen haben, was? Die Papierkugel war schuld! Ja, das war aber auch schön, oder? Das war ein richtig tolles Spiel. Die Papierkugel! Da hat Bremen echt gut gewonnen. Habt ihr die liegt, eigentlich schon... Die liegt im Museum, ne? Ich wollte gerade fragen, habt ihr die nicht einen konserviert da? Der HSV hat die, glaube ich, für einen guten Zweck versteigert und Bremen hat die gesteigert und sie im Museum ausgestellt. Ja, ist ein guter Zweck, ich glaube. Das sind die Banana Boys, Sarok. Norwegen. Jimmy, oh! Joanna, Baby. Ach, stimmt, das sind die Bananenjungs. Das ist auch. Ich hab da irgendwie auch das Gefühl, dass das auch Trollbeitrag ist. Oh, ist das viel! Holy shit! Warum sind das immer so viel? Ich hab halt nicht so viel. Ja, ich hatte ein paar Marines, aber das waren halt Tausende von. Guck mal, wir verhalten hier gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Die halten das, Sarok. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ich meine Armee ist noch am Leben! Da! Guck! Guck! Das war teuer für ihn. Ja, für uns auch.
Nö, ein paar Marines halt. Aber er hat in der ganzen Zeit ja keine Dings bauen können. Guck mal, er fliegt zu Gold. Wenn du ein paar Länge hast, kannst du einmal hier die Gold attackieren. Ja, achso, doch, sind ein paar mehr. Ich dachte, das wären nur zwei. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr wenig gewesen. Ich wäre depressiv gewesen. So, jetzt einen Link da abstellen und mit dem Rest wieder zurückrennen. Ein Link, bisschen weiter links und dann Hold Position. BBF einsatzbereit. Ja, das auch. Meine Güte, hast du einen frühen Leertag. Ja, ich hab den gebaut, weil ich vor Panik vielleicht falschen Knopf gedrückt habe. Jetzt bin ich Supply Blocked aber massivst. Das heißt, ich nehme nochmal eine Echse, weil was soll der Geiz, ne? Ja, also ich bin da ganz bei dir. Möchte aber jetzt auch eine Banane haben. Anna. Na. Ist das eigentlich offiziell ein Trollbeitrag oder sagen die tatsächlich, wir meinen das ernst? Also sie sagen, sie kommen aus dem Weltall und wollen den Erdlingen Bananen näher bringen. Irgendwas hat geblunkt. Ich habe das Gefühl, sie sagen, das ist ein Trollbeitrag. Was findet denn jetzt mit Lingen da? Ich weiß es nicht. Na gut, da war aber ganz viel, ne? Mein Gott, ich habe doch welche gebaut. Schon wieder Supply Locked. Basis meiner Verbündeten wird angegriffen. Ich hab das jetzt noch halten können. Du hast ja gar nichts. Lass mal pushen gleich. Bau mal Einheiten, bitte. Gibt's einen Playblock? So, wir pushen jetzt, zack. Da ist ein Ding, da solltest du nicht deshalb die Hedge bauen, das war doch klar. Ach, Zarok. Oh, von hinten. Die können wir einklemmen. Ja, ich nicht. Aber du machst das schon. Klemmen! Ja, nicht jetzt wegrennen! Was war das denn jetzt für ein Move? Move, den ich nicht verstanden. Jetzt weiter nach vorne, Zarok. Wir müssen jetzt kriegen. Du bist ja schnell. Jung. Bin ich wieder so bleiben? Ich habe auch überhaupt nicht injected, das merke ich ein bisschen. Ja, komm mal weiter hier. Ich stehe doch hier schon. Ja, drauf da. Da sind Tanks, da nicht so drauf. Lass mal hier lieber links. Links! Ach, Zyrock. Oh, Mutas. Ja, Mutas ist mir relativ gut, Zyrock. Ach, du kämpfst doch mal. Ja, warte. Pass auf, da sind 1000 Tanks. Du hast dich gegen Mutas abgesichert, ne? Ja, so ungefähr. Also ich habe mich auf eine gewisse Weise auf Mutas, gegen Mutas Achso, abgesichert. Dann ist sehr gut. Wenn du mit denen trotzdem mal die Tanks rausnehmen könntest, könnte ich gleich auch nochmal mitpushen. Aber du hast da natürlich Probleme. Ja, da ist leider der Kollege da. Ja. Nicht mal deine Mutas heilen. Was, wo sind wir denn hier? In der Demokratischen Republik Kongo oder was?
Mach ich denn da kein Gas? Weil ich die Echse ja nicht gebaut habe, deswegen kein Gas. Hast du Gas vielleicht? Ja, aber ich stelle eine Anfrage. Ich bin nämlich gerade hier ein bisschen beschäftigt. Hast du da gerade einen Treppekiss gemacht? Hier, um genau zu sein. Du hast Gas. Weil du ja die Anfrage leider nicht gemacht hast. Das jetzt anders regeln. Okay. Sollte mal aufhören, meine. Mal den Spawncrawler dafür. Jetzt kommt Soldade. Das ist ein ganz merkwürdiges Lied, aber ich mag es irgendwie. Du magst alles, was merkwürdig ist. Ich merke das schon. Nee, ich mag zum Beispiel nicht Death Ridge. Das mag ich nicht. Würde ich sagen, das war's für heute. Wenn es gefallen hat, nächstes Mal wieder vorbei. Hier oben ist die Folge. Klicken und letztes Mal.